Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hunt Showdown. Heute gibt es mal wieder zwei Runden und in der ersten spiele ich eine Berthier Marksman und eine schallgedämpfte Nagant mit Dum-Dum-Munition. Ja, ich bin überhaupt kein guter Scharfschütze in dem Spiel. Das, viele von euch wissen das oder haben schon mal genossen, mir dabei zuzugucken. Aber ich muss sagen, da war ich doch recht zufrieden mit mir. Es war jetzt kein riesiges Server-Vibe-Team-Gemetzel. Es war ein kleines Scharmützel, das auch relativ schnell vorbei war. Aber ich muss sagen, dafür, dass ich persönlich von mir sage, dass ich kein guter Scharfschütze bin, war ich mit meiner Leistung doch schon sehr zufrieden. In der zweiten Runde spiele ich ein Nitro-Express-Gewehr und eine Uppercut Precision. Und das war eine ganz wilde Runde irgendwie. Wir sind beim Boss angelangt. Wir sind beim Boss angelangt. Da gab es schon ein Angreiferteam, da wurde schon gekämpft und getötet und das war alles ganz wild und wir haben halt nicht so ganz gewusst, wie wir da jetzt am besten rangehen sollten. Und dann kam auch noch das andere Bounty-Team, beziehungsweise erst haben wir überlegt, ob wir rausgehen oder zum anderen Bounty gehen. Aber ich habe sehr viel Geld gelootet, deswegen war ich so ein bisschen am Struggeln, weil ich eigentlich schon gern kämpfen wollte, aber eigentlich meine Kohle auch nicht verlieren wollte. Und da haben wir einfach so lange überlegt, bis das andere Team zu uns gekommen ist. Ja, und wie das Ganze ausgegangen ist, seht ihr jetzt nicht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Krass ist ja, dass die Bosszone jetzt schon ab der Hälfte der Stufen beginnt. Wusste ich gar nicht. Sehr schön. Die wird aber gerade durch Feuer gemacht. Ich hab grad mit der Flare-Pistole geschossen. Oh Gott, ja, okay. Ja, ich bin auf dem Weg, Da Hunger noch weiß. Ich sag ihr mal, sie soll nicht ins Feuer gehen, bitte. Spinne, gehst du mal nicht ins Feuer? Nein, Feuer meiden. Ja, genau. Nicht so von. Nein, ja, genau. Hierher. Wenn man schön hier in der Gebiet. Also, momentan hört's auf mich. Wie fein aus dem Fett, der kommt. Der fein ist mit deinem Gespräch. Ja, noch weiß. Bin mal gespannt, hier unten habe ich lange keinen Fight gehabt. Ich gehe wieder hoch in den Turm. Ja. Ich bleibe einfach hier in so einer Seite drin wahrscheinlich. Das ist sinnvoll, da kann ich nicht hören, ob was kommt. Wo ist denn das? Bei Darrow oder so? Oh, da kann ich doch rüber gucken. Pass mal auf. Das wird jetzt ein Träumchen. Haben sie aufgehört zu schießen. Oh, da kommen welche. Oh ja, das kann was werden. Da kommt der zweite. Tier 1 White Shirt Dame und Tier 3 Jäger, glaube ich, so ein normaler. Von Osten. Jetzt laufen sie wieder zurück. Was macht ihr denn? Watcher-Crew gefunden.
Bist du gerade, oder? Ja. Ich sehe da ganz. Irgendwie sind meine Grafikeinstellungen sehr schlecht. Ich sehe gerade zwei Teams, die laufen sich, glaube ich, gerade über den Weg. Okay. Vielleicht kann ich da einen wegsnacken, aber den T3-Jäger habe ich nicht mehr gesehen. Der ist irgendwo im Busch verschwunden. Ich würde es gleich erstmal aufnehmen und dich dann mal umgucken. Ja. Ich habe dann auch 4 Punkte voll, also ich müsste eigentlich mal zum Versorger. Ja, ich habe 3 Punkte. Ja, ich habe ja noch die letzten von vorhin gehabt, deswegen. Hm. Also hier ist keine Sau in der Nähe. Ja. Wenn wir vielleicht versuchen Richtung Pitching und dann bei Cypress raus und die Ether drüben ballern. Weil von Süden müssen sie eigentlich schon längst hochgekommen sein. Hab einen. Sehr geil. Komm, stell auf. Ne, macht er nicht. Okay, ich behalte die Leiche im Blick. Ich habe ihn schon wieder verloren. Ah ne, da liegt er. Ja, wenn er jetzt liest hier mit Marksman oder mit Sniper aus 150 Meter Entfernung, wird er den dann nicht aufstellen, oder? Vielleicht ist er Randos, das weiß ich ja nicht. Da kann es, dann sagt er es ihm vielleicht nicht. Läufst du da rum? Ich ja. Stimme bei dir. Ja, ich will ja nicht da unten so alleine sein. Ja, alles gut. Also wenn du willst, kannst du zum Versorger gehen. Haben wir einen in der Nähe? Ja, na, bei Pitching halt, aber das ist halt mitten auf dem Wasser. Also lieber würde ich rausgehen. Wo ist denn ein Ausgang? Bei Cypress ist der nächste oder bei Reynard. Okay. Nur Reynard müssen wir ja quasi bei denen vorbei. Das sind Upgrade Points, falls du das noch nicht wusstest. Ne, wusste ich schon nicht. Ja, wir könnten gleich raus. Ja, ich weiß, ich bringe halt jetzt noch nichts, irgendwie noch ewig abzuwarten, ne? Ja. Ist gerade auf die. Ja, ne, hier kommen im Südwesten 2. Siehst du, die werden wir voll reingelaufen. Sind hast du alles richtig gemacht, deswegen ging jetzt erstmal das zweite Bauen hier. Sind die weit weg? Ich hätte jetzt gesagt, Compound-Grenze. Also hier vorne am Wasser hätte ich gesagt, da die Richtung. Okay, weil da sehe ich nämlich niemanden. Aber da waren gerade 2 orange Flecken. Guck bitte nochmal, ob die weiter rotiert sind. Das wäre jetzt wirklich wichtig. Von mir aus 240. Warte, ich stelle mich mal unter dich. Ja, 240 aus. Im Wald wahrscheinlich. Im Wald? Also schon ein Stück weg. Ich wollte von der Richtung und von der Größe her denken, dass es ein Wald ist. Okay, dann komm ich mal runter. Schau mir das andere Bounty. Ich komm mit, oder? Mhm, das wär's jetzt wahr. Munition. Ja, dann nochmal Muni. Oh Gott, warum habe ich schon wieder so leichte Verzögerung? Guckst du dich dann bitte direkt nochmal um, weil ich habe nur 2 Sekunden jetzt. Ja. Ja, Südwesten. Aber ich glaube, die kommen näher. Ich gehe mal auf jeden Fall in den Wald. Um ein bisschen. Kommst du mit? Also du läufst gerade genau auf die zu. Wollte ich ja eigentlich. Ja, die sind ja vor mir. Direkt schon. Also wenn du jetzt in den Wald... Na gut, die sehen nicht ewigen Blitzen. Ja. Also müssen ja vorne an der Mauer sein eigentlich. Ja. Ich glaube, einer ist oben auf der Mauer. Mhm. Auf der Mauer, auf der Lauer. Ich wurde geschossen. Ja, Sekunde. Einer hat Hit. Einen hab ich. Das war wahrscheinlich der, den ich schon gehittet hatte. Ne, das war Kopfschuss. Auf der Mauer. Dann ist hier vorne einer weggerannt, hier unten irgendwo. Ja, das. Der läuft hier. Wenn du auf der Mauer denkst, der hat Hit.
Hier. Ja, der ist bei seinem Mate oben dran. Ja. Down. Ach, das ist super, ey. Ich glaube, ich habe den gerade sowas von gebetet, weil ich einfach unter ihm lang gelaufen bin. Egal, was du gemacht hast, scheint irgendwie richtig gewesen zu sein. Ja. Irgendwie war es richtig. Ich bin schön. So, da würde ich jetzt auch mal die neue Ding mitnehmen. Ich glaube, ich muss mal rumkommen, hier, wenn da oben noch geballert wird, oder? Ja. Doch, wahrscheinlich alle, wir gehen oben raus. Naja, wie ist er das? Die Terminus mit Ring, so geiles Ding, ey. Mhm. Hast du schon David das Video gesehen? Ich, da war ich auch richtig sauer, gell? Ich hab schon Schweiß. Also. Ist halt wahrscheinlich der dümmste Tod in ganz Hand gewesen, den es je gab. Ja. Windy sind Raben. Windy sind Raben? Okay. Ja, ich hab sie gerade aufsteigen hören. Oh, ich hab Kondo. Das ist ja witzig. Direkt vor uns, der hat einen Hit. Na sag, wo kommen jetzt die Hunde her? Der ist hier. Danke. Der hätte mich so weggeflankt. Ist aber eben. Noch einer, ne? Ja, ja. Hat irgendwo eine Tür aufgemacht. Ja, der wird drin sein. Der ist jetzt hier drin. Hat Hit. Ich hab davon mit euch geworfen, scheiße. Blutet. Schön. Sehr witzig, was da schon wieder passiert. Auch die Drum dabei. Krieg ich auch, kann ich auch keine Muni durchrauschen. Oh, 500 Dollar. Das ist ein Geldsäckchen. Haben wir jetzt bestimmt eine Uppercut? Nein. Wenn du Muni siehst. Hier ist einmal. Also normale. Special Ammo. Ne, ja, das habe ich schon halt gesehen. Halt für die Dings, der Chat. Hier ist eine Kasse. Nice. Sollen wir mal ins. Ah ne, die Map geht eigentlich gut zu für uns. Können wir nach CNA gehen. Aber natürlich auch zu Windy gehen. Und bitte zu Windy. Ja. Das war ja Hälfte, Hälfte, glaube ich. Noch. Mhm, mhm. Klasse. Echt? Noch eine? Einfach gehört. Und zum Trade.
Sonnenkiller. Genau. Ich glaube, da ist schon ein Team hingelaufen. Ich meine, ich habe da jemand über die Straße laufen sehen. Ja, wie vorne. Gesagt, es hat auch Raben hier gegeben, ne, am Anfang. Auf dem Dach ist einer, ja, da ist schon ein Angreifer-Team. Lass uns mal ein bisschen zurückhalten. Hier ist jetzt einfach scheinbar die neue Pussy auf dem Dach, oder? Also irgendwie jedes Mal, wenn im Windy irgendwas ist, ist irgendein Typ auf dem Scheißdach. Vielleicht versuchen hier reinzukommen. Ah, die haben Schrotflinten. Ich würde eher draußen bleiben, quasi. Halt noch eine Sparks, glaube ich. Ne, die war auf dem Dach. Ach ja, ich sehe sie. Die schießt hier hinten. Das war in Richtung dem Windrad. Ist down. Hinten dran steppt einer auf Metall bei denen. Ja, ja. Ich gehe rüber Richtung Dach. Die haben getradet. Ich bleib mal hier beim Boss. Ja. Haben die aufgestellt? Nee, ne? Ich habe halt nichts gehört bisher. Hier liegen zwei. Vielleicht die, die getradet haben gerade. Okay, die ja, davon gehe ich aus. Dann komme ich hier oben mal hoch. Die Crown ist oh, Crown mit Slugs. Natürlich spielen die jetzt sowas, wo ich ein Nitro dabei habe und nicht wechseln will. Hier liegen ja, drei Leichen. Gleich mit. Na, und dann da draußen, der eine. Nee, hier liegen zwei. Ja, den habe ich schon mitgezählt. Hier liegen zwei und draußen, das ist der dritte. Ich habe keine Ahnung, wo der vierte hier ist. Hier liegt ein vierter. Ah! Hier kommen aber noch welche. Ja. Hoch. Down. Sehr schön. Ja, es war aber nur einer. Ja. Ja, hier vorne liegt noch auf der Ecke. Hier ist eine Kasse. Ja. Wir haben es aber heute mit Kasse. Ich heb jetzt erstmal auf, ich will wissen, wo der dem sein Teammate ist. Ich warte mal noch kurz hier. Ja, halt mal die Leiche im Blick. Er hat aufgestellt, scheiße. Mensch. Down. Sehr schön. Dein Mate ist hier vorne irgendwo. Ja. Irgendwo hier. Pushen oder nicht? Ja. Der hockt am Haus, im Haus, in den Büschen. Irgendwo hockt er da. Ich guck nochmal. Ne, weiter rechts. Der ist gleich wieder hier. Hier liegt die Leiche ungefähr. Der ist hier irgendwo. Weiter links. Hier. Halt hit. Wirft was, ne? Alter Hashi! Oh. Ich sag doch mit Musi, das ist meine Waffe, Alter. Keiner mehr da. Hab ich gemacht. Gut. Oh. Vor allem war das jetzt mit einer kurzen, ne? Mhm. Da liegt eine kurze Trilling. Hm. Ja, aber gegen den Musi tausche ich nicht aus. Ich würde schon sagen. Wobei, der hat Slack dabei. Mhm. Dann doch. So, dann loote ich noch die anderen vier. Loote du da drin mal zuerst, weil ich hab Walche, falls da schon einer gelootet hat oder ja, so. Hier unten hast du aufgemacht? Nee, gell? Ich nee. Jetzt nicht auf. Dann geh ich vorne wieder rein. Hast du da den hier oben schon gelootet? Den hab ich. Nee, da wollte ich ja gerade hin. Aber den haben die ja safe noch mehr. Obwohl doch, vorsichtshalber, ich kenne unser Glück. Ich nehme jetzt auch erstmal das Bounty auf. Ja. Ah, ich hab grad geguckt, ist keiner da. Sehr nice. Na gut, sind ja schon drei Teams, ne? Und das letzte Team ist nicht. Boah, was. Ne, es gibt ja noch zwei theoretisch. Hier waren jetzt drei, wir sind das vierte, das fünfte ist am Banishen, stimmt, ja. Eins könnte es noch geben. Warte, ich die Crown jetzt noch mit und dann habe ich ja richtig geiles Loot rausgenommen. So, sag, hast du die hier jetzt alle? Die zwei habe ich, ja.
Den drüben auf dem Dach habe ich jetzt noch nicht. Den mit der Sparks. Da gehe ich jetzt hin. Ich habe das den hier gemacht, genau. Für so 4 Punkte haben wir. Oh, vor allem der Boss ist bei CNA da. Haben wir. Wenn wir einen Versorgungswagen, wenn wir über Nickels gehen und Versorgungswagen mitnehmen, würde ich sagen, können wir ja nochmal hingehen. Ich brauche halt für die Crown and King definitiv noch Money. Ja. Oder wir, weil ganz ehrlich, unten. Oder wir gehen bei Blank raus. Ich habe über 1000 Dollar gelootet. Ich will raus. Nee, aber wir können noch hingehen. Lass doch rausgehen. Wir haben doch auch bei Lawson ist auch ein Versorgungswagen. Wo willst du raus? Na, bei Blank ist der nächste dann. Wenn wir nicht beim Team vorbeigehen. Kasse. Natürlich ist hier noch eine Kasse. Ach scheiße, ich hab die andere Kasse vergessen. Wo waren die? Welche andere Kasse? Bei Windy war doch eine Kasse irgendwo. Wo war bei Windy die Kasse? Du hast eine Kasse angesagt. Nee, da sind wir durch. Oder? Jetzt weiß ich das gar nicht mehr. Du hast eine Kasse angesagt. Wir waren im Haus. Bei Hemlock waren zwei, im Haus war eine. Und dann hast du eben, weil du eben nämlich gesagt hast, natürlich ist hier eine Kasse, das hast du nämlich bei Windy auch gesagt. Aber warum war die hier? Gute Frage, die kann ja nur im Haus gewesen sein. Die kann nur im Haus gewesen sein. Oh, da habe ich doch, nee, da hab ich doch nichts aufgenommen. Ich geh gucken. Behalt mal bitte, guck mal, was die Bounties machen. Nein, ich komme aber trotzdem mit dir mit. Im Moment sind die 30. Hier drin war die, hier oben ist die drin. Jetzt. Genau. Die war hier oben in den. Zwischen den Strohballen. Hier. Habe ich jetzt die bei. Die kommen hoch Richtung Gefängnis. Ah, das war eigentlich klar. Mal hier warten. Ja. Ich glaube, das sind die letzten. Also ich würde jetzt auch gar nicht groß reingehen. Ich glaube. Ich habe halt jetzt Luck nur noch dabei. Da wird ich auch vielleicht nochmal die Waffe tauschen. Mhm, die Zeit hast du noch. Dass ich doch nochmal ein bisschen mit auf Entfernung mehr machen kann. Mhm. Ja, dann habe ich noch. Oh, was hat der dabei? Ach, da unten die Sparks. Und hier, ach, hier ist eine Libelle, sehr schön. Siehst du sie schon? Ja. Komm gerade über die Straße gelaufen. Komm rüber zu dir. Bin hinterm Haus. Halt. Ja, die haben aber auch Fernkampfwaffen, sollten wir vielleicht doch drinne bleiben. Ja, was sollen wir machen? Hier vorne am Zaun. Ja, die haben beide Fernkampfwaffen dabei. Einer hat Hit. Einer ist drüben im Gebäude. Ja. Schlag kurz nach. Hat Hit, blutet. Sehr schön. Mit was war denn das? Ich hab wieder Drilling. Ah, okay. Sehr schön. Hat hier die Tür zugemacht. Andere ist noch hinten dran im Wald. Hier irgendwo. Wird vom Meathead verfolgt. Eine ist halt sau weit weg eigentlich. Wir könnten
versuchen, den zu pushen. Welchen? Den im Haus? Ja. Guck mal selber bitte. Der ist draußen auf dem Balkon. Warte, warte, warte. Lass mich kurz heilen. Also hier drüben auf dem Balkon. Ja. Der eine hält sich scheinbar ein Stück zurück. Jetzt auf alle Fälle gleich wieder im Haus. So, jetzt müssen wir uns entscheiden, was wir machen. Aber sind wir nur die Fenster zerschossen? Das sind beide ja, jetzt, glaube ich, im Haus. Ne, ich wollte nach hinten dran steppen. Oh shit. Bitte nicht. Mach dir hinten mal die Tür auf. Oh Gott! Die werfen was, schau ab. Okay, bin weg. Keine Sekunden mehr, die ich da immer noch vermute. Eine Art Hit wieder. Jetzt haben wir zwei gerade Platz getauscht, ne? Ja, ich merk's. Bin lustig gerade. Felice hat Hit. Bitte stirb nicht. Er hat jetzt auch nochmal einen dicken Hit gekriegt von mir. Ich hab da drüben auch nicht so viel Heilung, also vielleicht kriegen wir die halt da ein bisschen. Weißt du, wo die sind? Kann ich da irgendwo was reinwerfen? Beide oben drin, hinten in dem großen Raum halt, wo es die Treppe hochgeht. Einer an der Tür hier vorne gewesen. Letzter Schuss. Hit nochmal gewesen. Beide down. Alter, geiler Team! Was ist denn mit dir, Alter, Peter? Aber es war eine perfekte Abdeckung, dass sie nur auf mich geschossen haben gerade. Ja, darauf habe ich mich gerade auch ein bisschen verlassen. Ja. Mega, ey, geil. Ja, würde ich mal sagen, wir haben gerade einen Silvervibe gemacht, oder? Nee, ein Team fehlt uns noch. Ja, aber alles, was wir gesehen haben. Alles, was wir gesehen haben, haben wir gemacht, das stimmt. Geil, 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 ey. Sehr schön. War da irgendwo noch eine Toolbox? Ich glaube nicht. Ich will doch nochmal Geld looten, Mensch. Ich meine, das ist ja am Ende nur ein Synchronisationsfehler, ne? Ja. Ich hab ihn nicht getroffen. Warte, bleib stehen. So. Okay, jetzt einfach stehen bleiben. Ja, ich extrahiere schon. Oh, verlierst du Balken wegen so einem Scheiß, weißt du? Ja, aber solange es nur ein Balken und nicht die Runde ist. Guck mal, ich hab fast 1500 Dollar gelootet. Ich hab jetzt 0, aber ich glaube, ich hatte ja, vor der... Ja, die kriegst du. Ja, ich hatte vor dem Ding, hatte ich irgendwas bei... aber 900. Also auch nicht schlecht. Oh, und da ist er. Ach, der war ja schon 50. Der war ja vorher schon 50. Ich kann sagen. 5 Kills und ein Assist. Sehr cool. Alter, Runde. Weißt du was? Ich jetzt erst kapiert. Ich hab die Musik Sniper freigeschaltet gleich mal mit der Runde. Geil. Was? Ja, du hast voll viele Kills gemacht. Weißt du, was ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte? Was denn? Wenn du mit einem 50er ein neues Blutlinien-Level machst, das waren ja vorher 200 Dollar. Ja. Das sind jetzt 3000. 3000 Dollar? Ja, und ich habe schon so oft so unrealistisch viel Geld gekriegt, wo ich gedacht habe, warum? Aber das war einfach deswegen. Und weil ich jetzt 3000 Dollar gekriegt habe, Hashi, plus die 1500 in der Runde, plus Bounty etc., habe ich in dieser einen Runde
5.940 Dollar bekommen. Sehr schön. Ist doch geil. Ja, auf jeden Fall. Und das war's auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe immer, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, zeigt mir gerne mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Hunt Showdown sehen wollt. Und schreibt mal eure Meinung zu der Runde in die Kommentare. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.